war Soko gegen Leon in Kurzfassung. Interessant, dass er es versucht hat. War das Beste, was ich an diesem Spieltag gefunden habe. Man muss sagen, die Spieler haben nicht viel hergegeben, aber das müssen sie auch nicht. Tja, ich lese gerade auf Frackstar, ESL with Warcraft 3 aus der EPS. Wann denn? Lange wurde spekuliert, jetzt ist es amtlich nach Frackstar vorliegende Information, schießt die ESL Warcraft 3 aus der ESL Pro Series aus. Damit ist die laufende 16. Saison die letzte mit Blizzard Strategieklassiker. Am 27. Juli erscheint Starcraft 2, welches Warcraft 3 aus der höchsten deutschen Spielklasse verdrängen könnte. Ja. Gut, sowas zu erfahren. Ja, wow, komische Sache, dass es auf Frackstar steht und nicht irgendwo anders. Und wir davon nichts wissen. Ja. Nicht so wirklich krass. Zumindest. Denn, ja, es wird gemunkelt. Aber man erfährt ja selber immer erst als letztes davon. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Dass es doch so schnell geht. Dachte ich eigentlich echt nicht. Tja. Ja, bitter. Das könnte die letzte Saison sein. Also, guckt euch fleißig die folgenden Spieltage an. Denn das war's dann erstmal mit ESL Pro Series und WC3. Kannst du noch gar nicht richtig glauben. Tja. Ja, das wurde auch schon in den Comments geschrieben, so wie es aussieht. Ihr könnt übrigens gerne in die Comments schreiben. Wir machen weiter im Text, lassen uns natürlich nicht betrüben. Ja, nö, ich bin gut gelaunt. Gutes Spiel haben wir heute. Richtig, heute geht es um die Finals, so ein bisschen viel eigentlich, denn viele Partien heute können entscheiden, wer in die Top 4, Top 6 kommt und wer überhaupt keine Chance mehr hat auf die Finals. Von daher abwarten und mal gucken, ob wir heute geile Games sehen. Also, hoffen wir natürlich. Für mich ist es eher ein doppelter Grund, jetzt einzuschalten, gerade als Zuschauer und erst recht Warcraft 3 zu schauen. Ich habe heute noch ein Interview gegeben für Mousebots, das bald kommt. Die haben mich nämlich auch gefragt, ob ich Warcraft 3 hinterher trauen würde. Wir machen sofort weiter, Entschuldigung. Und ich meinte, ja, sehr, weil wo der größte Part in meinem Leben E-Sport ist mittlerweile und wahrscheinlich auch der schönste Part in meinem ganzen Leben. Ja, natürlich. Weil ich da natürlich auch viele Sachen erlebt habe. Ja. Und ich sehr traurig wäre auf der einen Seite, wenn Warcraft 3 bald raus ist. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Fall. Seite natürlich auch irgendwo ein bisschen glücklich, wenn das frischer Wind reinkommt, aber das kann mir das nicht nehmen, was mir verloren geht. Richtig, ist klar, das sind halt die Erinnerungen geht. Und die pushen einem dann da irgendwie in den Kopf und in die Emotion. Ja. Aber lass uns genug, wir haben genug über Gefühlsduselei geredet. Ja, ich weine jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt nämlich einen knallharten Typen an der Leitung und zwar Stefan Dark Lehmann. Guten Abend. Na, was geht so? Bist du gut drauf? Bist du fit? Spielst du? Voll müde, ey. Eben noch ein bisschen rutschen gepennt, aber geht jetzt. Ah, okay. Ja, wie sieht's aus mit deinem Trainingspensum im Moment? Das frage ich jetzt ab jetzt mal gleich am Anfang. Ja? Erzähl. Ist auf dem Zenit. Ich trainiere jeden Tag wahnsinnig wie verrückt. Ja, das klingt super. Also im Endeffekt sagst du, du trainierst viel, aber meinst gar nicht. Aber ich habe ein paar Replays geguckt. Da war jetzt am Wochenende ein paar spannende Spielchen. Ich glaube, wer war das? Fokus gegen noch so einen Koreaner. Ja. Und ja, die waren ganz nett anzuschauen. Also. Alles klar. Gut, konntest du vielleicht was draus ziehen. Jetzt muss man sagen, Soko ja jemand, der sich sehr intensiv darauf vorbereitet. Sowieso ist Orgmirror war nicht unbedingt immer sein schlechtestes Matchup. Du musst ja jetzt um die Finals kämpfen. Und was denkst du gegen Soko? Ist doch nicht einfach, so ohne Training mal kurz zu gewinnen. Ja, ich würde mal so sagen, also wenn ich bei meinen letzten Spiele besser verlaufen wären gegen 11, dann würde man mir vielleicht auch mehr Chancen zurechnen, aber Soke war für mich eigentlich immer ein, ja, was heißt einfacher Gegner, zumindest ein Gegner, mit dem man oder gegen den man gewinnen konnte, und Orgmirror liegt mir eigentlich doch immer sehr gut und ich habe zumindest auch Spaß dran, nicht so wie gegen die ganzen Elfen zu spielen. Also ich denke mal, das läuft. Okay, das läuft, denkst du. Jetzt haben wir es gerade hier erfahren, das wird die letzte Warcraft 3 Saison sein in der ESL Pro Series. Wie denkst du darüber? Ja, ich habe es eben jetzt gelesen, beziehungsweise nur die Überschrift gelesen, wurde ja ins Forum gepostet. Ich habe jetzt bisher noch keine großartige Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Mhm. Natürlich sehr schade. Ich habe jetzt gelesen, dass im Juli Starcraft rauskommt. Ja. Und ich weiß nicht, ob dann so lange gewartet wird oder ob dann, ja, wird wahrscheinlich dann ersetzen, die Warcraft EPS. Auch für dich persönlich irgendwie, planst du irgendwas Richtung StarCraft 2 oder ist deine E-Sports-Zukunft in den Sternen oder hast du da schon irgendwelche Tendenzen im Kopf? Ich habe bisher noch nicht StarCraft angespielt, aber ich bin jetzt gerade dabei. Eben wurde ich gefragt von meinem Kollegen, The Naked Boy, hier Nacken, ob ich jetzt mal hier einen Key haben will und mal ein bisschen spielen will. Also ich werde mir das mal anschauen auf jeden Fall, da ich bisher noch kein StarCraft gespielt habe, sei es StarCraft 1 oder 2. Bin ich natürlich noch sehr unerfahren und ich brauche noch gut Zeit, um mich da reinzufinden. Ob ich das dann jetzt weiterspielen will, also zumindest die Lust ist da, mal gucken, wie es dann läuft. Ja. Und dann, ja, mal abwarten. Ja, man wird sehen. Ich bin gespannt, ob man da noch was von dir hört. Es geht ja auch bald der ENC los. Achso, wie sehr freust du dich drauf? Und, der ENC geht bald los? Beziehungsweise der läuft ja schon. Ja, ich kann's sagen. Ja, läuft.
Ja, läuft. Hat er gespielt eigentlich? Nee, er hat nicht mehr gespielt. Achso, okay. Wie sieht's da aus? Willst du da nochmal ein bisschen mehr für trainieren? Weil ENC ja schon eine besondere Sache. Ja, klar. Vor allem, wenn es dann offline noch ein paar Spiele gespielt werden, da bin ich halt der Kerl dafür und der immer auch damit dabei sein will und so weiter, weil sowas ist dann noch ein tolles Erlebnis. Ist dann natürlich auch ein guter Abschluss, wenn man noch mal mit den ganzen deutschen Topspielern noch den Titel gewinnt. Das ist natürlich am besten. Ja. Da werde ich auch mir nochmal Mühe geben, dass ich dann auch natürlich aufgestellt werde. Das denke ich auch und ich freue mich schon ganz doll drauf. Worauf ich mich auch freue, ist natürlich dein Match gegen Sokol. Wir wünschen dir viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß vor allem und hoffen auf spannende 3 Maps. Ja, bis gleich und schönen Abend noch. Ja, dankeschön. Jo, ciao. Ciao. Ja, das war der Kalle vom Kickedy Kiez. Interessant wäre jetzt noch zu erfahren, wer denn diese Information nach außen getragen genau, hat. Genau, denn klar. Das war eine, diese Information ging wohl tatsächlich erst vor einer Stunde oder so raus. Fan-Posting aus dem Spielerforum. Ja, genau, aus dem Spielerforum und da darf man Sachen nicht nach außen tragen. Ja, genau. Und wenn man das macht, kann man natürlich aus der Liga geschmissen werden. Richtig. Oder massig PPs sammeln. Ja gut, wer könnte das sein? Also es können ja dann viele sein. Wer hat denn Kontakt mit Truth Bear? Weil der hat das geschrieben. Das muss einer von N-Faculty sein. Okay. Oh, das war jetzt nur meine gedachte Vermutung. Das wollte ich eigentlich gar nicht äußern. Ja. Jetzt habe ich es natürlich schon gesagt. Na super. Ja gut, wie dem auch sei, es ändert alles nichts daran. Ist mir jetzt eigentlich auch relativ egal, wer es denn nach außen hin gesagt hat. Wir können nur die Zeit noch genießen, aber es ist ja noch nicht wirklich bald vorbei alles. Ich meine, es gibt ja noch den ENC, wie gesagt, und darauf freue ich mich richtig. Ja, ich auch. Und,